Ihre Mainstreuer Medien wird immer noch nicht berichten über die Fortschritte der Menschheit als Kollektiv mit dem Spülen der dunklen Seelen von ihrem kollektive Gesellschaft und den Einfluss machen wird, und dies ist wegen solcher Medien ist immer noch weitgehend von den Personen gehört. Sie werden in der nächsten Zeit finden, dass freie Presse ist ein absolutes und genauso so sein mit ihren Regierungen, Seelen in ihrem Mainstreuer Medien, die böswillige oder service-to-self-basierte Agenten angezeigt wird freundlicherweise weggenommen werden aus ihren Positionen und je nachdem, was ihre Hören selbst und ihre Führer wollen für sie persönlich, wird vielleicht von der Negativität, die eine böswillige Perspektive fahren würden rehabilitiert. Höhere dimensionale Rehabilitation. Diese Rehabilitation, wir sprechen, ist nicht alles, was auf niemandem aufgezwungen werden und er wird eine optionale Wahl, die wir sind sehr zuversichtlich, viele Seelen in Negativität durchdrungen wird akzeptieren. Wir sprechen, teilweise, von den Seelen, die als Verbrecher, die in einem bestimmten Archetyp und Weise des Lebens für ihre aktuelle Erde-Erfahrung eingegeben haben. Sie die Möglichkeit, sich von der Negativität, die viele ihrer Perspektiven getrieben hat, so sehr lange und wie selbstverständlich zu befreien angeboten werden, wird jede Seele auf eurer Welt, die unter falschen Mitteln inhaftiert wurde, freigegeben und gegebenen Erlösung von der Schwierigkeit, sie mussten leiden, weil der Ungerechtigkeit weiterhin Platz auf eurer Welt zu nehmen. Natürlich möchten wir nicht, ein Opfer das Bewusstsein der Menschheit zu ernähren, auch wenn es um die vielen Möglichkeiten, in denen sie Opfer von Arten haben und sogar die Seelen auf eurer Welt, die fälschlicherweise inhaftiert sind, wo sie aus bestimmten Gründen, die einzigartig sind um sie und wo sie entlang ihrer Lebenswege Überschrift. Jeder einzelne von ihnen, wo sie sich speziell für eine seriale und notwendige Grund sind, und wir bitten für euch alle, die schiere Perfektion und Göttlichkeit dieses Moments zu sehen, wie ihr euch Ausbau in beispielloser Weise zu finden. Warten auf die Lightnet kollektive Energieniveaus. Wir haben lange darüber informiert, dass sie ihre Fähigkeiten zu erweitern und als unfehlbar geworden, wie sie begonnen zu lernen, können sie haben, und sie können auch unfehlbar werden im Sinne der nicht mehr so einem Ereignis in ihrem persönlichen Leben. Sie bringen oder nehmen sie weg von dem natürlichen Zentrum, lernen sie zu züchten und in euch selbst zu ernähren, wie sie die reinen Zustände des Bewusstseins, aus denen ihre Erfahrung Aufstieg umarmen werden. Der Aufstieg der Erde hat in einer vergrößerten Phase seit dem Ende des Jahres 2012 gewesen, und wir nehmen mit Begeisterung und Freude die reinere Perspektiven beginnen bereits bekannt gemacht in euch sein. Wie wir bereits mitgeteilt haben sie, wir sind für die kollektive Energie Levels warten auf die Bühne für uns notwendig, um in der Lage sein, um bequem auf eurer Welt sein mit euch lieben Seelen zu erreichen. Und wir haben unsere offizielle Kontakt mit eurer Welt vorenthalten in eine dreiste Weise, dass jeder die Wahrheit unserer Existenz wissen, weil der kollektiven Energie, da sie so sehr lange gestanden haben, helfen. Absichtlich wiederholen bestimmte Aktivitäten. Es gibt durchaus ein paar Dinge, die von uns in den höheren Reichen, die wir fühlen besten wiederholen zu Zeiten, für eine Vielzahl von unterschiedlichen Gründen. Eines dieser Gründe ist, dass die Leserschaft der Mitteilungen von den höheren Reichen gegeben ist ständig in Bewegung, da immer mehr Seelen suchen sind Antworten auf die großen Fragen, die die Menschheit noch verwechselt blieb mitten im Grünen für sie beginnen zu verstehen und zu wissen. Als solche wird der Einfluss des Lichts und der höheren Reiche in jedem einzelnen Moment wächst, und da immer mehr Seelen an Bord wer könnte allgemeine Anweisungen, was derzeit geschieht mit ihren Planeten und die Rolle, die wir in eurer Evolution gespielt nutzen kommenden unter so vielen anderen Dingen, die Notwendigkeit, bestimmte Tatsachen oder Eindrücke wiederholen wir haben in der Vergangenheit entsteht gegeben. Wir werden herrlich geben so viel Information und Energie, dass die Informationen zu kodiert ist, wie möglich, wie wir mit jeder Facette uns, ihnen zu helfen lieben Seelen diese glückselige Bewusstseinszustände wir so sind sehr glücklich, mit ihnen zu sprechen ausfinden wollen. Jeder von euch wird der fühlenden Technologie, die unsere Schiffe ist eingeführt werden, und wir ermutigen jeden von euch, die anfangen, das Interesse an uns und unser Handwerk zu sammeln, um die Sichtungen wir seit einiger Zeit haben geben Forschung sind, da sie nur an ihre dreisten Arts zu erhöhen. Daniel bietet Komfort. Wir sind und waren ernsthaft über unsere Mission, obwohl natürlich, Ernsthaftigkeit, wie Sie sehen es ist in der Tat nicht ein Faktor in den höheren Reichen. Was wir meinen, ist, dass wir in eurem Himmel und unter den Boden, um uns ihnen bekannt, wenn die Energie für unsere Existenz zu ermöglichen, akzeptiert und verstanden zu werden, und dies ist eine Mission, die wir beabsichtigen, als tatsächlich abgeschlossen sind, können sie einfach keinen anderen Weg geben.
gerade bei den Stark-Bure-Bewusstseinszustände sie weiterhin erreichen und für andere in der Lage sein, auf der Oberfläche der Welt zu erreichen, könnten diese vorgenannte Kolleg-Energien überaus nicht reiner sein. Und wir sind glücklich Antizipation einen leichten Einstieg in die kollektiven Energien, wenn die heilige Zeit endlich ist, und wir sind in der Lage, ihnen vorgestellt werden und machen uns für jede Seele auf eurer Welt, die innerhalb eines Paradigmas nichts zu verstehen und in vielen Fällen bekannt geblieben ist, nicht akzeptieren unsere Präsenz. Die Leugnungsfaktor in vielen Seelen werden als Hilfsmittel gesehen werden, als Trost, weil es einfacher sein wird, um innerhalb des Paradigmas sie sogar, wenn sie mit Wahrheiten, die sie nicht erwartet hatten, sich jemals in ihrem Leben Wissen konfrontiert verwendet worden, bleiben. Während die Gesellschaften ihr euch befindet in der Tat wurden Kabalen Job und orientiert speziell um ihnen zu dienen, viele Seelen auf eurer Welt sind immer noch sehr komfortabel innerhalb des Paradigmas ihre Gesellschaften angeboten und wird die beruhigende und beleuchtete Einfluss, werden sie am liebsten müssen Lichtarbeiter und Sternensatten erwachen. Kommen auf die Erde aus den höheren Dimensionen einige von ihnen haben auf die Erde vom Planeten oder andere Objekte in unserem Sternensystem, die Plejaden, während andere von den Zuständen des Bewusstseins viel reiner als jene, die erfordern auf einem Planeten Leben gekommen wäre. Was wir meinen ist, dass die reinen Zustände des Bewusstseins, einige von euch haben den Weg auf die Erde aus, gerne eine natürliche Erfahrung der reinen höherdimensionalen Liebe und Licht vergrößert, um dem Ausmaß, dass sie auf jede Art von Urbild oder Personalausweis haben wollen zu leben oder zu erleben durch, die können Leben auf einem Planeten sind, ist einfach unerwünscht. Wir sprechen natürlich von sehr reinen Zuständen des Bewusstseins, dass zwar viele von ihnen ausgekommen sind, haben sie noch nicht zurück in gewachsen, und wir können mit Freude und Liebe sagen, dass sie in der Lage, in vollem Umfang an diese Zustände des Bewusstseins aufwachsende wieder in ihnen. Tatsächlich wird es so sehr viel für sie zu lernen, die ihnen helfen den reinen Bewusstseinszustände sie lange begonnen haben wachsende Richtung einzustellen, und wir meinen, diese für ihre persönliche Leben und für die Welt der Bühne. Persönlich, werden sie zu entdecken und zu erinnern, Offenbarungen, die ihnen helfen, zu den Zuständen des Bewusstseins anzupassen haben sie an die Erde kommen, und auf der Weltbühne sie Wahrheiten und Offenbarungen, die viel von ihrer Kollektiven wieder schockieren wird gegeben werden Bewusstsein. Prägung der irdischen Paradigmen der Zeitraum zwischen der ersten Ausgabe von Offenlegung und unserer offiziellen Landung kann ein bisschen turbulent, wie die Menschheit kommen wird, um feststellen, dass sie über nahezu jeden Aspekt ihres Existenz getäuscht worden sind. 1. Die Aktionen der Kabalen bei dem Versuch, zu kontrollieren und zu versklaven sie haben in der Tat nicht schön gewesen, und einer der Gründe, warum sie so fest im Griff gehalten haben auf dem Wissen unserer Existenz ist, weil ein solches Wissen wäre und natürlich dazu dienen, dass das Paradigma brechen hat sich in den Köpfen und Herzen der so sehr viele Seelen eingeflößt. In der Tat, nach dem Lernen über die Existenz von wohlwollenden wir geistige Wesen sind, von denen viele Menschen und haben von unseren jeweiligen Planeten gekommen, um in einer Evolution ihren Planeten durchlaufen hat, die sie nicht zugesagt worden, zu unterstützen. Angesichts solcher Informationen, mit einem Job und all den anderen körperlichen, irdischen Aspekte ihres Lebens, wie wir sehen werden hohl und unwichtig dort, sie wurden von der Wahrheit und der Realität von ihrer Existenz und die Natur als spirituelle Wesen mit den sehr viele Aspekte ihres Gehalten abgelenkt Gesellschaft entwickelt, um das Geld und Spiritualität aus dir reißen. Wir meinen das ganz wörtlich, wenn wir sagen, dass ihr Kabalen haben versucht, eine Sklavengesellschaft erstellen, und sie haben sich weiter von der harten Arbeit der Seelen, die sie unter der Marke schlechter oder normaler haben profitieren, weil ihre eigenen Egos zu unglaublichen gewachsen Ausmaß suchen und beginnen zu verstehen, ihre geistige Natur hilft ihnen auch die eingeflößt Paradigma, das blieb alltäglich geworden für so viele brechen, und du wirst in der Lage sein zu finden, Größe, Perspektiven innerhalb sie mit jedem bisschen reiner Energie, die sie in der Lage, euch selbst zu absorbieren, weil sie ihre Fähigkeit, aufgreifen reiner Frequenzen von kodierten Licht wachsen so viel wie ihre Perspektiven. Intention und Anstrengung sind erforderlich fahren sie mit ihre Versuche, um die Öffnung des Herzens stattfindet fühlen zu machen, wie sie finden selbst in der Lage, erfolgreich drücken die genannten Perspektiven finden sie wächst in der zu diesem Zeitpunkt. Jeder von euch haben die stärksten und reinsten Verbindung zu den höheren Reichen gehalten, es ist einfach, dass eine solche Verbindung nicht bekannt gemacht, euch alle auf einmal für ja, das würde sie ausbrennen, liebste Seelen werden. Wir wollen nicht, dass dies geschieht, und auch sie würden nicht wollen, um eine Perspektive zu gewinnen, dass sie nicht wieder, weil natürlich in, würden sie überwältigt werden wachsen.
natürlich wachsen und lernen wieder in die Perspektiven der höheren Reiche werden sehen. Sie schätzen, wie viel mehr Perspektiven und wie bei allem, Absicht und Mühe muss gesetzt werden, wenn sie zu finden und auf ihre Entfaltung höherdimensionalen Erfahrung erweitern möchten. Ihre Erfahrungen sind wirklich nur um besser zu werden von hier aus, aber wenn wir sagen, wir wollen es nicht zu scheinen, als ob sie nicht noch mit Ereignissen manifestiert sich in ihrem Leben getestet werden. Tatsächlich werden sie, aber sie werden feststellen, dass die Prüfung zu orientieren beginnt vielmehr auf das, was sie in jedem einzelnen Moment zu tun, um ein Gleichgewicht der physischen Existenz und höherdimensionalen Harmonie und Freude, die ihre physische Existenz machen wird, viel, viel einfacher zu halten und angenehmer. Sie werden in der Lage sein, Brise durch ihre Erfahrungen mit dem glücklichsten von Perspektiven, und wenn Negativität zu kommen versucht, werden sie in der Lage sein, um es für das, was es zu sehen, und verwandeln es recht erfolgreich und einfach. Versuche, Galaktikkraftabsturz, wir werden mit ihnen spricht aus einer Perspektive, in der Lage, sofort auflösen und verwandeln jede und alle Negativität, die gegen uns geschickt werden würde, und das Vertrauen, liebste Seelen, ihre Kabalen haben in der Tat versucht, Niederfrequenzwaffen auf uns und unsere Schiffe. In den Fällen, sie waren in der Lage, unsere Schiffe bringen die mehr als ihnen gesagt wird, passiert, und uns aus unserem Körpertempel, indem sie uns Gras, wir sind spirituelle Wesen, was eine völlig geistige Existenz und jederzeit in der Lage sind, um in einen neuen Körper, die leicht für uns bereit ist, wenn es ist vorgesehen, dass die Kabalen versuchen, Chaos zu verursachen, während wir unsere Arbeit an eurem Himmel tun transportieren. Ihre Kabalen haben nur in der Lage zu einem Absturz oder Erholen abgestürzten Schiffe wegen der Technologie, die eigentlich von solchen Schiffen gewonnen werden sollte, wie wir haben dabei geholfen, sorgfältig zu planen ihr kollektiven Liefepfad für so lange, und das hat so enthalten die Kabalen zu Bug-Ingenieur viel von unserer Technologie, so dass die Menschheit könnte schließlich von einer solchen Bug-Engineering. Vorteile der Bug-Engineered-Galaktik-Technologie. Eine der Möglichkeiten, wie sie von diesen profitieren jetzt, ist das Internet, das zu ihnen kommt, auf ihrem Computer. Die wurden von den Supercomputern haben wir an Bord unserer Schiffe zurück-Engineered. Sie sind und haben aus dem Bug-Engineering unserer Technologie in so viele andere Möglichkeiten, wie sie während der Offenlegung von Meldungen informiert werden, profitieren worden. Und wir haben lange wollte ihnen bei der Vorbereitung zu viel von dem, was fruchtbar in kurzer gegeben werden lernen, Betrag von ihrem Konzept der Zeit. Als wir unsere letzte Eindrücke für diese Kommunikation zu machen, bitten wir sie ganz für sich allein für die Aufplatzen eines Jahrtausende Geheimnisse stemmen. Die Enthüllungen wird in der Tat an einer nach dem anderen werden gießen, und wir sind zuversichtlich in die besagt, dass diejenigen unter ihnen, die bereits selbst vorbereitet haben und so viel gelernt über die Themen sehe die Menschheit in der Zeit voraus unterrichtet werden, wird in der Lage sein, sowohl Ruhe und informieren die um sie herum, die zunächst möchte, kann in Panik zu geraten oder Rückzug zurück in das Paradigma sie sich wohlfühlen in. Dieses Paradigma ist wirklich aufplatzen, weshalb dein Licht und deine Kenntnisse wird mehr denn je gebraucht.